Servus Menschen, hier ist euer Robbys hier mit brandheißen Informationen und wirklich heute sehr, sehr geile Informationen. Wie ihr auch schon wahrscheinlich im Titel gesehen habt, geht es heute um Skyjacked. Und zwar, Skyjacked, wer es noch nicht gewusst hat, ist eine Map, die es dann im DLC am 2. Februar in dem DLC Pack Awakening geben wird. Und zwar ist das ein Remake von der Map Hijacked. Weitere Informationen zu den anderen Maps und so weiter, alles ist unten verlinkt, habe ich schon 2 Vortrailer-Videos und so weiter gemacht. Und mich würde es auch noch freuen, wenn ihr beim gestrigen Video vorbeischaut, ist eher spät gekommen, war im Map-Guide auf der Map Hunted, also falls ihr noch nicht gesehen habt, alles unten verlinkt oder rechts oben die Infobox. So, aber wir kommen jetzt wirklich zum Thema, und zwar habt ihr schon im Hintergrund gerade, keine Ahnung, 2-3 Mal gesehen, der Trailer von der Map Skyjack, der Vortrailer, ein Teaser haben wir bekommen, gestern geuploadet, ist zwar nur kurz, geht so 20 Sekunden oder so, aber man sieht schon sehr, sehr vieles, und ich habe eben von diesen einzelnen Stellen, die gezeigt werden, Screenshots gemacht, das gleiche in Black Ops 2 gemacht, so ungefähr an den gleichen Stellen, und dann werden wir uns das Ganze als Vergleich ansehen. Bevor wir das tun, muss ich kurz sagen, am Anfang, die Bilder von Black Ops 2 wurden auf dem PC gemacht von mir, ich habe es mir extra neu installiert, deshalb könnt ihr schon mal einen Like da lassen, und deshalb schaut die Sicht so ein bisschen erweitert aus, so ein bisschen länger, aber das liegt nur an den PC-Einstellungen, also denkt euch nicht, dass die Map volle klein wird in Black Ops 3, das liegt nur an den PC-Einstellungen, ist wichtig, dass ich sage, und wir fangen schon mal direkt an, und zwar kann man im Großen und Ganzen sagen, dass wirklich Skyjacked in Black Ops 3 wird so ein Polizeischiff, was in der Luft schwebt, und in Black Ops 2 war es eben so eine Luxusjacht, die auf dem Wasser fährt. Und wir schauen uns jetzt die ersten 2 Bilder einfach an, hier, die wir hier haben. Auf der linken Seite seht ihr Skyjacked, also die Map, die es in Black Ops 3 geben wird, und auf der rechten Seite haben wir Hijacked von Black Ops 2, und das ist der Ort von Herrschaft, die A-Flagge und einfach die Sicht von oben. Und was können wir sehen? Ja, nicht so viel. Alles ist eigentlich relativ gleich geblieben, nur eben das Thema wurde verändert, wie schon gesagt. Das ist eine Yacht, Hijacked auf der rechten Seite, und links, Skyjacked, ist halt ein Polizeiraumschiff, kann man sagen, ein Polizeiflugzeug, ein riesiges, wo man auch drauf gehen kann. Ist auf jeden Fall, man sieht nicht viele Veränderungen, sogar die Fässer auf den Seiten, die Hairglitches sind gleich geblieben, das Ding in der Mitte ist gleich geblieben, also viel Veränderungen werden wir heute nicht sehen, das kann ich schon von Anfang an sagen, aber zum Schluss habe ich eine große Veränderung, die kommt aber zum Schluss, also dranbleiben, muss ich kurz pushen, wir kommen zum nächsten Bild. Und zwar ist das noch immer der A-Spawn, ihr seht hier nur eine andere Perspektive, und zwar kann man da, wie gleich vorhin von oben, eigentlich gar keine viele Veränderungen sehen. In Black Ops 2 hatten wir diese kleinen Jets da, diese kleinen Wasserjets, keine Ahnung, wie man das Ganze nennt, diese kleinen Yachten halt, und auf dem Polizeischiff ist eben nur so eine Kühlung oder sowas, die kleiner ausschaut für mich. Das Bild jetzt ist nicht hundertprozentig geworden vom Black Ops 2, muss ich zugeben, aber man sieht auf jeden Fall die wesentlichen Sachen, und wirklich viel hat sich echt nicht verändert. Die Tür ist gleich geblieben, dort gibt's eine Leiter, sieht man sogar, ich markiere euch das Ganze auch, man sieht da die Leiter, wo man auch im Black Ops 2 raufgehen kann, mit so Pfeilen gekennzeichnet, dieser Raum da oben, also viel Veränderungen haben wir hier nicht. Dann das nächste Bild ist auch gleichzeitig ein interessantes Bild, und zwar ist das die Mitte, wo eigentlich immer die Action abgegangen ist. Und hier können wir auch schon wieder sehen, der Pool ist mit am Start, dieser Balkon ist mit am Start, die Mitte ist mit am Start, dieses Haus. Also wirklich, wir haben echt nicht viel Veränderungen hier. Die einzige Veränderung, die ich so sagen kann, ist diese Wände da hinten beim Pool. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr viel, viel höher. Und das Ganze kann man sich, glaube ich, denken, ist wegen den Wallruns. Ich glaube, das wird der einzige richtige Wallrun-Spot, den es geben wird. Und dann kann man so in die Mitte rein Wallrun, so halbkreisförmig. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich zeichne euch das mit Pfeilen ein. Ich probiere es so gut wie möglich zu machen. Aber ansonsten, viel Veränderungen sehen wir nicht. Vielleicht ist noch dieses Haus da in der Mitte auf dem Polizeischiff, ist es irgendein kleines Flugzeug. Vielleicht ist das Ganze noch ein bisschen kleiner, aber ansonsten kann ich hier keine grundlegende andere Veränderungen sehen. Das Dach hier oben ist noch geschlossen bei Skyjacked, und mir kommt so vor, dass der Balkon ein bisschen abgeschlossener ist, weil das Ganze vielleicht eckiger ist und in Hijacked war das Ganze ja rund. Und ja, aber wie schon gesagt, keine wesentlichen Veränderungen. Zur wesentlichen Veränderung kommen wir dann gleich. Wir kommen zum nächsten Bild. Das ist noch immer die Mitte hier, nur aus der anderen Perspektive, aus diesem Häuschen hier, aus diesem Fenster herausgeschaut. Und da sieht man jetzt die Flagge B. Und ansonsten gar nichts eigentlich. Bleibt gleich. Wirklich, falls ihr eine Veränderung wirklich
Seht, was eine richtige Veränderung ist, kann ich hier nicht sagen. Ich habe mir wirklich die Bilder ganz genau angeschaut. Und wie schon gesagt, es schaut nur wegen den PC-Screenshots weiter aus. Aber von der Größe her passt das Ganze, das kann ich euch versprechen. Aber keine wesentlichen Unterschiede, also kein neuer Gang, kein gar nichts. Bis jetzt, muss ich dazu sagen. Wir kommen zum nächsten Bild. Und zwar, das ist hier jetzt der C-Spawn von oben. Und was kennen wir von C-Spawn schon von Hijacked? Hier links, ich markiere es euch, auf dem Bild sieht man es nicht gut. Dieses Boot, wo man hinten reinhüpfen kann. Und ich glaube, es ist auch so, glaube ich, bei Skyjacked in Black Ops 3 ist hinten auch so ein Schiff. Ich bin mir ganz nicht hundertprozentig sicher, weil man es nicht ganz sieht, aber ich denke, auf dieses kann man rauf und mit den Trust Jumps müsste das Ganze eigentlich relativ leicht sein. In Black Ops 2 war es so, dass man wieder schwer raufgekommen ist und meistens gestorben ist, wenn man es nicht beherrscht hat. Aber so ist es auf jeden Fall nice. Ist mir auch so aufgefallen, aber das ist hier nicht das Wesentliche. Und zwar ist das Wesentliche der Balkon. Wo ist der Balkon? Das ist die Frage. Keine Ahnung, das ist hier jetzt das Wesentliche. Entweder hat man es jetzt von der Perspektive gar nicht gesehen oder es gibt keinen Balkon. Der Balkon war nämlich nervig. Er war wirklich nervig und zwar wurde man da einfach hart gespawntrapped und mir würde der Balkon überhaupt nicht fehlen. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, mir fehlt er nicht, weil man da hart gespawntrapped war. Ich weiß jetzt nicht, man sieht nicht, ob ein Fenster da ist oder gar kein Fenster. Auf jeden Fall werden wir uns noch überraschen lassen. Ich finde, so ein bisschen Überraschungen offen lassen kann man auf jeden Fall machen. Und was mir noch so aufgefallen ist, die Pfützen wurden verändert. Ja, wieder. Ja, das war richtig scheiße. Auf jeden Fall, die Pfützen wurden ein bisschen an anderen Stellen gesetzt und es ist halt, wie schon gesagt, andere Atmosphäre. Hier war es eine Luxusjacht und da ist es eben ein Polizeischiff mit so Kisten, mit so Waffenkisten, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall sonst eben der Balkon das Wesentliche und wir kommen zum nächsten Bild. Das nächste Bild ist eben dieser Seitengang zur C-Flagge hier, was wir gerade von oben gehabt haben. Ich glaube, jeder Black Ops 2 Spieler kennt den Gang, ja, jeder Black Ops 2 Spieler kennt die Map auswendig und hier hat sich auch nicht viel verändert. Der Gang schaut auf dem Black Ops 2 Bild auf Hijacked länger aus, aber wie schon zum 10.000. Mal gesagt, das Ganze ist nur wegen dem PC. Und ja, was sich da als einziges verändert hat, ist hier rechts der Gang und zwar ist jetzt da so ein Zaun, damit man nicht runterkugelt. Eben eine Turbine sieht man noch, wo es hingegen bei Hijacked so ein Stützpfeiler war, wo unten dann diese Dinger waren, damit das Boot überhaupt hier schwimmen kann. Ansonsten wirklich keine Veränderung. Hier noch diese Liege war als Headglitch bisschen noch da. Die ist jetzt da weggelassen worden. Die hat mich auch genervt. Also bin ich eigentlich relativ zufrieden. Bis jetzt scheint so, als hätten sie die nervigen Sachen weggetan. Und so gefällt es mir auf jeden Fall. Hier nochmal ein Bild von der Mitte hier vom Poolbereich, bevor wir zur größten Veränderung auf der Map kommen. Und hier sehen wir nochmal, wie viel höher die Wände sind. Und zwar sind die wirklich ein sehr, sehr hohes Stück höher. Und ich weiß nicht, ob es mir jetzt so scheint, aber mir scheint der Pool dafür ein bisschen niedriger, damit das Wasser nicht so hoch ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt richtig gut tauchen kann. Ich glaube ja nicht so gut tauchen, aber man sieht wirklich wieder, wie wieder heute zum 10.000. Mal, keine große Veränderungen. Und ja, das Kabel wurde anders gelegt und der war schon wieder so bisschen blöd, diese Anmerkung. Diese Schnur wurde da ein bisschen verlegt, aber ansonsten sehe ich da wirklich keine Veränderungen. Außer das Design eben. Und jetzt kommen wir aber zur großen Veränderung, Leute. Und zwar hier, dieser gute alte Seitengang. Wer kennt ihn nicht? Da haben wir in Black Ops 2 uns immer aufgeregt, die Sniper und so. Wir wissen's ja. Aber hier in Black Ops 3 gibt's jetzt hier eine wesentliche Veränderung. Und zwar ist auch kein Glasboden mehr und so weiter und so fort. Aber um das geht's mir nicht. Und zwar geht's mir hier um das, dass es hier diese Sprengung gibt beim Polizeischiff auf Skyjacked und man hat es im Trailer gesehen, wo ich schon ein Video gemacht habe, was natürlich unten verlinkt ist. Muss ich immer wieder mal pushen, falls ihr es vergisst, ihr Lümmel. Da hat man gesehen, dass man da reinhüpfen kann. Und das finde ich... Wie soll ich das finden? Ich finde es gut, sage ich jetzt mal. Man wird es schon mit der Zeit dann sehen, wenn man diese Map spielt. Aber ich denke, dass es gut wird. Dann wird auch dieser Gang unten genützt. Dann können wir uns sicher sein, es gibt einen Gang. Hier bei diesem Trailer hat es keinen Gang gegeben. Also keine Bilder vom Gang. Und deshalb können wir nur spekulieren, wie jetzt der Gang ist. Entweder ist er gleich aufgebaut, dass man auf beiden Seiten raus kann, was ich schon denke. Ich denke, das Ganze wird schon so bleiben. Und ja, was soll man dazu sagen? Dann wird vielleicht weniger im Gang herumgecampt.
da man ja jetzt leichter in den Gang reinkommt, sonst war es ja immer so, dass man zu zweit diesen Gang beherrscht hat, weil man nur auf diese Eingänge schauen hat müssen und dann hat man die einfach weggecampt, vor allem mit der Remington, da kann ich mich noch erinnern. Aber jetzt gibt es drei Seiten, jetzt können die Gegner von drei Seiten kommen und das finde ich eigentlich so gut von diesem Sinn her. Ich weiß jetzt nicht, ob dann die Party nur da unten abgespielt wird und oben gar nichts dann los wird. Da habe ich ein bisschen Angst, aber ansonsten müsste das Ganze schon passen und das war's mit der Veränderung, würde ich sagen. Hier haben wir noch wesentliche Unterschiede hier heute gesehen. War wirklich ein guter Teaser. Falls ihr sowas öfters wollt, dann könnt ihr das gerne mit einem Like zeigen und dass ich allein schon Black Ops 2 nochmal installiert habe, extra für diese Screenshots. Hätte es eigentlich schon ein Like verdient, würde mich auf jeden Fall freuen. Und eure Meinungen würden mich wirklich heute interessieren. Die könnt ihr auch gerne in die Kommentare runterschreiben. Wirklich, das meine ich ernst. Enttäuscht mich nicht und ich werde einfach sagen, wer sich dieses Video bisher reingezogen hat, der hat entweder kein Leben oder hat kein Leben. Schaut gerne beim Original-Trailer vorbei, werde ich euch unten verlinken. Ja, haut rein, man sieht sich beim nächsten Informationsvideo oder generell beim nächsten Video. Vergiss nicht, bei den letzten Videos vorbeizuschauen und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es läuft. Und ich sag, ciao. We'll be right back.